Wer sind die Kosaken? Die Kosaken gehören zu einer subethnischen Gruppe, die ursprünglich in den Grenzgebieten im Südosten Russlands lebte. Sie spielten eine wichtige Rolle in der Militärgeschichte Russlands. Die Vorfahren der Kosaken waren meist entlaufene Bauern, die sich in den Außenbezirken Russlands niederließen. Die Kosaken waren für ihren Mut und ihre militärischen Fähigkeit bekannt. Im 16. Jahrhundert bewachten sie die südlichen Grenzen Russlands. Später wurden irreguläre Kosakenarmeen gebildet. Kosaken erforschten Sibirien und nahmen an den wichtigsten Militärkampagnen teil. Aus diesem Grund wurden die Kosaken als privilegierter Militärstand anerkannt. Sie erhielten vom Staat Land, ein Gehalt und das Recht auf freien Handel. Sie hatten auch eine reiche Kultur und sehr schöne Lieder. Die Kosakenkultur findet sich in vielen berühmten Werken der russischen Literatur wieder, wie etwa in Michail Scholachows Der stille Don.